Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 3 Let's Play. Wir backen uns hier weiter. Und zwar habe ich jetzt schon Anita geschickt, dass sie für Trinkgeld auftreten soll. Das habe ich jetzt schon gesagt. Ich habe Nora bereits in ihren Garten geschickt, um sich wieder um ihren Garten zu kümmern. Und ja, die kleine Olivia räumt hier ein bisschen auf. Sie macht hoffentlich keinen Unfug. Techgemächtel. Ja, gut. Ben kümmert sich jetzt ein bisschen um sich, indem er dir nämlich sagt, er geht aufs Klo und duschen. Und dann vielleicht noch säubern. Und dann sollte er normalerweise alles haben. Glückwunsch, du hast das perfektioniert. Super. Dann brauchst du jetzt nur noch Geschicklichkeit perfektionieren. Das ist sehr gut. So, warte mal, benutzen. Was ist mit dir jetzt? Was hast du denn jetzt vor? Du wolltest jetzt sicher ein Techtelmechtel in der Dusche machen, gell? Mhm. Du wolltest nämlich generell gerade ein Techtel machen. Oh, okay. Hast du es gerufen oder nicht? Okay, nein, willst du nicht. Dann kümmere dich mal um deinen Sohn, bitte. Bitte, bitte. Julius, kuscheln, spielen. Und ich glaube, die Flasche geben, hat er wieder Hunger? Ja, der hat ja fast Hunger. Oh. Okay, sie wird wirklich zum Techtelmechtel berufen. Ich hoffe, dass es wirklich nur ein Techtelmechtel ist und nicht ein risikoreiches Techtelmechtel. Oder sich dann vielleicht noch entpuppt in ein Baby machen. Weil dann kriege ich die Krise. Na, dann wird es doch ein bisschen zu viel. Hier, Christoph Hope. Schau, sein Onkel. Alter, der ist auch so durchtrainiert. Vom Nichtstun nämlich. Vom Nichtstun. Hier zusehen. Dann hört sie noch ein bisschen zu. Was macht ihr beiden jetzt? Techtelmechteln, okay. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es bleibt beim Techtelmechteln. Neben einem schreienden Baby könnte ich persönlich nicht, ehrlich gesagt, weil da ist mir mein Kind dann doch etwas wichtiger als so ein dämliches Techtelmechtel. Wobei das dämliche Techtelmechtel ja notwendig ist dafür, um so einen kleinen Wombpoppen überhaupt zu bekommen. Aber wie wurscht. Also man lässt sich natürlich künstlich befruchten, dann ist es nicht notwendig, aber so grundsätzlich gesprochen ist es schon notwendig. So, meine Dame, dann kümmere dich mal bitte um deinen Sohn. Wegen seiner unbeliebten Natur, bla bla bla. Sascha Kingsman hat nur ein Kind. Eigentlich könnte man mal gucken, eigentlich ist die Familie auch schon ziemlich groß von den Kingsmans, oder? Kingsmans. Ja, wo ihr doch, ja, heißt so, oder? Muss man so benennen. So. Ich weiß, ich fuhrwerke hier die ganze Zeit rum, aber ich war schon wieder happy. Was ist mit dir? Reste von Waffeln essen. Was ist mit dir? Kümmere dich um dein Kind, verdammte Axt. So. Die Fahrgemeinschaft für Ben kommt in einer Stunde. Er ist schon wieder nicht bei der Arbeit. Scheiße. Ich dachte eigentlich, dass du zur Arbeit gegangen bist. So. Wir müssen hier nochmal ein bisschen intervenieren. Warte mal. Du wirst dich jetzt mal hier draufsetzen, bitte. Nee, warte mal. Du setzt dich einfach... Nein, du machst hier kein Nickerchen. Du setzt dich einfach mal hier hin. Genau, sie kümmert sich hier um den Papagei. Sprechen beibringen, Lieder, alles Mögliche. Schau, wie süß ist das denn?
Sie wird sich jetzt einfach voll intensiv hier mit dem Vogel beschäftigen. So, genau, du setzt dich mal hier hin. Emmett hat eine Einladung zu Charles Winterlys Party. Aha. Lulben. So, das da wirst du dann mal lesen. Dann, du bist bei der Arbeit, du arbeitest hart. Du arbeitest auch schon hart an dir. Du bist jetzt dann so ziemlich fertig. Das heißt, ich sollte mal zu dir rüberschauen. Wie spät ist es? 16 Uhr. Wir müssen jetzt dann bald mal gucken, dass wir den Geburtstag fertig kriegen. Okay. Dann muss ich mal eben stoppen. Aha, okay. Also kaputt gegangen ist erstmal nichts mehr. Das ist super. Das ist wunderbar. Okay. Dann kann ich dich nämlich hier schon mal auf. Achso, oh, doch, es ist hier jede Menge kaputt gegangen. Nein! Warte mal, Camilla. Camilla. Hier. Camilla. Können wir da hinsetzen und hier hinsetzen. Dann haben wir hier nochmal Lavendel. Den können wir hier hinsetzen. Hier pflanzen, hier pflanzen. Da ist aber nichts kaputt gegangen erstmal. Das heißt, wir können das hier pflanzen, das hier pflanzen, das hier pflanzen. Ja, das hätte ich dann soweit mal alles gemacht, glaube ich. Dann können wir das hier pflanzen. Und ich glaube, der letzte geht sich nicht aus, gell? Da, 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 da. Birne, nee, geht sich nicht aus. Weil da hätten wir dann auch noch was zum. Ach Gott, das mit den Bäumen ist ein bisschen der Schaß, doch. Gut, du bist mal versorgt. So, du, Madame. Boah. Hast leider keine Zuschauer und nichts bekommen. Das ist schade. Aber wir können da leider nichts dran ändern. Lottoschein kaufen. Du wirst mal eben einen Lottoschein kaufen und dann noch Lebensmittel kaufen, bitte. Weil dir ist, also so gesehen, ist dir eh kalt. Wieso? Glückwunsch, du eben Level 5 erreicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Mann, Sims 3 wäre so ein cooles Ding. Wenn sie sich jedes Mal stocken würde. So, hast du jetzt deinen Sohn schon gefüttert? Harndrang, ja. Harndrang. Okay, warte mal. Du wirst dann Julius erstmal ins Bett legen. Dann wirst du selbst dich um dich kümmern, benutzen, säubern und duschen. Vielleicht, eventuell. Duschen. Und dann wurde zu einer Party. Nee, ich will keine Party. Wir haben jetzt hier selber gleich Party. Ach so, warte mal. Mit Hunger kannst du eigentlich noch warten, weil wir haben jetzt dann eh gleich Geburtstag. Genau. Wir haben jetzt dann eh gleich Geburtstag. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal schnell Hard Level 5 erreicht. Ja, wissen wir. Und zwar müssen wir jetzt einmal hier einen Tisch hinstellen und einmal hier einen Tisch hinstellen. Wieso geht das hier nicht? Ach so, weil das. Ah, so und so, genau. Okay. Ja, das muss reichen. Das muss reichen. Genau, du machst das, das, das. Wie geht's denn dir da drüben? Du musst dann das hier noch pflanzen und das hier wird sich wahrscheinlich wieder nicht ausgehen, gell? Es ist voll. Dann pflanzt mal eben schnell die Sachen, bitte. Und dann wäre es nicht schlecht, wenn du noch alles irgendwie düngen und bewässern könntest. Das wäre richtig nice. Das wäre richtig nice, wenn du das noch schaffst. Aber jetzt wird dann erstmal hier Anita wahrscheinlich zum Einkaufen kommen.
Oder? Warte mal, wie ist es denn? Anita. Achso, sie holt erstmal den Lottoschein. Das dauert ja wieder Ewigkeiten. Die steht sicher da und denkt sich ja, welche Zahlen nehme ich denn so? Das da und das da und dieses und jenes. Mal gucken, vielleicht haben ja meine Sims dann mal ein bisschen Erfolg beim Lotto spielen, aber einmal habe ich das in Sims 4 geschafft. Da hatte ich so eine 6er WG und ich hatte zwar nicht viel Geld, aber ich habe dann gesagt, okay, wisst ihr was? Jeder probiert einfach im Lotto Geld zu verdienen oder Geld zu gewinnen und habe halt bei jedem dann 100 Simoleons ausgegeben. Und ja, eine hatte dann wirklich das Glück, dass sie die 1 Million Simoleons gewonnen hatte. Das war richtig cool. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. So, Haus. Zwei Stück brauchen wir. Sehr schön. Und dann kannst du nämlich nach Hause gehen. Das wirst du noch hier pflanzen. Und dann haben wir gesagt, du wirst es hier düngen und bewässern. Und dann kannst du von mir aus auch nach Hause kommen. So, der Kleine hat sie wieder voll gemacht. Du duschst noch. Jetzt wäre es irgendwie cool, wenn sich der Vater des Kindes mal um das Kind kümmern würde. Ist aber, glaube ich, nicht so. Tadio muss bald gehen, er hat noch andere Verpflichtungen. Ach so, ja, genau. Der hat ja einen Job. Haha. Der hat ja. Ich muss jetzt wirklich los. Bis bald. Oh Mann. Schade, aber es war richtig cool, dass du da warst. Und sie haben sich wirklich lieb, die beiden. Genau, jetzt wollte ich eigentlich hier mal gucken, wie es in seinem Stammbaum aussieht. Und zwar Ryan. Also Alexandra und Sascha auch. Genau, das sind die Kinder von Ryan. Ryan hatte ich selbst erstellt. Ryan hat eine Tochter Gloria, die noch keine Kinder hat, und einen Sohn Arturo, der hat auch noch keine Kinder. Okay, das heißt, Ryan ist also noch kein Opa. Sascha hat auch zwei Kinder, einmal Julio und einmal Melissa. Und Melissa hat auch noch keine Kinder. Okay, Julio natürlich auch noch nicht. Okay, also er hat, also für ein Kind muss er Alimente zahlen, mit ihr ist er zusammen. Darum muss er keine Alimente zahlen. Ah, so ist das. Er hätte eigentlich Alimente zahlen müssen oder müsste eigentlich immer noch welche zahlen und zahlt sie nicht. Weil er einfach böse ist. Ja. Okay, aber Internet darf sich halt auch schon Großvater schimpfen. Ich finde die Ansicht so cool. Echt? Ich finde die richtig cool. Jo, die Benata. Ciao. Jetzt hat sie wieder eine frische Windel. Du musst nicht mehr stinki-stinki machen. Ganz wenig stinki-stinki machen. Sie verzieht voll Gesicht. Ist das ekelhaft? So, so, du wirst jetzt kein normales Training machen, sondern dich hierhin machen. So, warte mal, wir machen wieder Stopp. Pause. Oder auch nicht. Pause. So, Pause. Dann hierhin und dahin. Dann, Tau, du kannst dann dich hier auch mal. Okay, das lassen wir dann mal. Dann hörst du mal auf. Du hörst auch auf. Du hörst auf. Achso, Julius, solltest du schon noch in der Hand halten. Ups. Was ist mit dir? Du kommst eigentlich bald nach Hause. Okay, macht nichts. Wir machen jetzt trotzdem hier. Es haben so zwei Kinder von dir Geburtstag, aber du wirst jetzt trotzdem mal hier. Anita wird die Kerzen ausblasen und Olivia werden die Herr Kerzen ausblasen. So, Anita Hope feiert Geburtstag, alle sind herzlich eingeladen und Olivia genauso. Anita schaut zwar aus, mehr oder weniger wie so ein Clown, aber irgendwie ist es ja lustig, gell? So, jetzt wollen wir hier mal gucken.
Ja, es wirkt. Ribsy. Ja, Bimsi. Leider hat Anita Hope bei der Lottoziehung nicht gewonnen. Oh je. Und das an ihrem Geburtstag. Naja, oft geht blöd, gell? Man kann halt nicht alles haben. So. Beide überlegen. Oh, beide haben sich was ausgedacht und beide pusten gleichzeitig. Wunderbar. So, alle freuen sich mehr oder weniger. Wer altert jetzt als erstes? Olivia oder Anita? Die Erstgeborene oder die Letztgeborene? Das Spiel weiß es auch nicht. Es kann sich nicht entscheiden. Mann! Toll! Okay, die Erstgeborene, die verwandelt sich jetzt gleich mal hier in eine etwas ältere Dame. Also nur geringfügig älter, weil sie wird ja erst zu einer Erwachsenen. Sie ist jetzt keine junge Erwachsene mehr, sondern sie ist eine Erwachsene. So, Anita ist nun eine reife und verantwortungsbewusste Erwachsene. Naja, wenigstens meistens. Sie sollte sich langsam Gedanken über ihre Karriere- und Familienplanung machen, solange noch genug Zeit bleibt. Karriere läuft derzeit nicht so schlecht, muss man sagen. Ich meine, sicher könnte noch viel besser laufen, aber ja. Und Familienplanung, bitte, sie hat Zwillingskinder. Was will sie? Oh, Anita ist in der Midlife-Crisis. Nein! Okay, warte mal. Wir müssen hier kein Kuchenstück nehmen, sondern erstmal hier. Guck ihr doch erstmal zu. Anita Hope ist in die Midlife-Crisis gekommen. Oh je. Jetzt haben wir 7 Tage lang eine Midlife-Crisis. Oh je. Ah, Reduktion verloren. Okay. So, dann haben wir hier jetzt Olivia. Olivia, Mädel, wie schaust du aus? Etwas sehr langgezogen. Olivia ist nun ein Teenager. In diesem Alter spielen bekanntlich die Hormone ein wenig verrückt und es ist nicht leicht, sein Leben zu meistern. Obwohl die Schulnoten nach wie vor eine große Rolle für die Zukunft von Olivia spielen, kann sie einen Teilzeitjob annehmen und schon mal ein wenig Arbeitsluft schnuppern. Aufgrund ihrer eher dürftigen Anstrengungen in der Schule darfst du dir kein Merkmal für Olivia aussuchen. Olivia hat folgendes Merkmal entwickelt: athletisch. Oh. Nice. Die hat eigentlich gar nicht mal so schlechte Dinge bekommen. Ach du Scheiße, was hast denn du für eine Frisur? Sie ist tapfer, athletisch, gut und ordentlich. Also sie hat eigentlich ziemlich positive Dinge. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Sie hat auch lila Augen. Sie hat lila Großmutter bekommen. Gleich wie ihre Schwester. Die hat ja, glaube ich, auch lila Augen, oder? Uah, ich sehe nix. Ja. Eigentlich ist das ziemlich. Warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken. Wupp, wupp, wupp. So, so sieht Anita von der Seite aus. Und Olivia schaut, glaube ich, nicht viel anders aus, gell, von der Seite. Naja, doch. Olivia schaut doch anders aus. Ich glaube, Olivia wird Lehrerin. Olivia hat ein ganz anderes Gesicht, kann das sein? Also eine ganz andere Gesichtsform, oder kommt mir das gerade nur so vor? Ich weiß es nicht. Hoppala. Nein, ich möchte das Spiel jetzt noch nicht beenden. So, Zara ist eine reife Erwachsene. Okay, liebe Nora, deine Kinder sind nun mehr oder weniger erwachsen geworden. Okay, eigentlich nicht Olivia. Nora hat miterlebt, wie Olivia Hope zum Teenager heranwächst. Ben hat 1330 Simoleons verdient, auch nicht schlecht. Und wessen Ding läutet da jetzt die ganze Zeit? Ich kann es nicht sagen. Naja, sie könnte aber auch Ärztin werden oder sowas, gell? Entweder Lehrerin oder Ärztin könnte ich mir bei ihr vorstellen, so wie sie ist. Leon, was könntest du eigentlich werden? Musiker haben wir, wie gesagt, gell? Trinkgeld mit Klavier verdienen. Ja. So, was ist mit dir? Du hast mordsmäßig Hunger und fliegst eigentlich jetzt schon fast um Reste weg, ein Stück nehmen. Okay.
Dann, Mama, du hast auch Hunger. Du wirst jetzt auch ein Stück nehmen. Du hast Hunger. So, hier ein Stück nehmen. Du wirst dir Textnachricht. Ja, wir haben dich auf der Party vermisst. Lass das mal. Du wirst einfach das hier essen. Und dann sollten normalerweise alle hier irgendwo was sein, gell? Und der kleine Julius eigentlich. Klein Lu Julius liegt im Bett. Okay, sehr schön. Ben wurde sogar befördert dafür, dass er schon wieder zu spät zur Arbeit gekommen ist. Oh, nice. Ja, das sind halt eben die Sachen, die dann schade sind. Wenn ich jetzt ihn ausziehen lasse. Oh, Gastronomie Level 8. Wow. Chefsache und Kollegen. Ja, wenn ich ihn jetzt ausziehen lasse oder so, dann kriege ich halt nichts mehr mit. Das ist voll doof. Was ist mit dir jetzt? Nimmst du dir jetzt so einen dämlichen Kuchen oder nicht? Oh, du nimmst ziemlich viel irgendwie. Hier. Und ich will ja nichts sagen, aber die Geburtstagsparty ist schon längst vorbei, gell? Nur so als Information. Aber das ist wurscht. Schau, jetzt habt ihr euch alle. Das ist wunderbar. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, wir werden in der nächsten Folge dann Anita und Olivia umstylen. Ein bisschen. Und ja. Wir werden beide umstylen und dann halt einfach mal gucken, wie es weitergeht. Ob Olivia dann auch einen Teilzeitjob annimmt oder nicht. Und ja, wie auch immer. Bis dahin sage ich aber auch erstmal ciao, ciao und noch einen schönen Abend. Baba.